Hallo und herzlich willkommen im Klemmbaustandzimmer. Ich bin der Markus und heute mache ich wieder ein gebrauchtes Lego-Set. Ganz nach dem Motto vom Held der Steine: gebrauchtes Lego ist gutes Lego. Bis gleich. Ich habe hier die von Lego Creator, die 31029, den Transporthubschrauber oder Cargo Heli 3 in 1. Und davon werde ich jetzt den Heli bauen. Die Verpackung hat ein wenig gelitten, wie man sieht. Es ist gebraucht. Da oben ist die Teilliste mit Markierungen drauf, die Teile sind aber hoffentlich alle da. Und ein Bra Bra, zip, zip. Auch noch was. Und hier ein schreckliches Loch. Gut. Da ist noch Platz. Ja, die Verpackung ist halt. Naja. So, hier ist die erste Anleitung, die auch schon ein wenig gelitten hat. So sieht sie von vorne aus. So von hinten. Wir haben hier 34 Seiten, 35 Seiten mit 37 Bauschritten. Dabei haben wir hier auf der letzten Seite nochmal die Teileliste. Lego-typisch halt alles in Vollfarbe und es wird dann halt entweder mit Pfeilen gezeigt oder man muss halt ein bisschen gucken. Ja. Auf der ersten Seite, wie üblich, wie gehe ich vor? Auspacken, aufbauen, Spaß haben. Ja. Die Teile kamen in einem Beutelchen. Ich habe sie mir jetzt ein bisschen vorsortiert und hoffe, dass sie vollständig sind. Das habe ich nicht geprüft bis jetzt. Und denke mir so, ich fange mal an zu bauen. Interessant, dass ich mit dem Haken anfange. Na gut. Alles klar, dann wollen wir mal gucken. Haken. Habe ich. Böse habe ich noch. Bis jetzt war es immer so, wenn ich Lego gebaut habe, dass die Steine knatschen. Gerade wenn sie älter werden. Das ist ja hier auch schon Ton. Hole mir immer wieder auch kleine gebrauchte Sets. Ich hole mir auch schon mal größere gebrauchte Sets, weil sie sind günstig und warum soll man sie denn nicht noch mal bauen? Gerade wenn Leute sie nicht mehr möchten. Ich gebe ja meine Teile auch, wenn ich sie gebaut habe,
meistens wieder raus. Also ein paar behalte ich, ein paar nicht. Und solche Sachen kann man halt auch mehrfach bauen. Und man kann auch mehrfach dran Spaß haben. So, jetzt bin ich bei Bauschritt 6. So, was habe ich gebaut? Der Rumpf wird wohl relativ massiv durch das Sehe. Oh, bleib stehen. Was mich bei dem Modell ein bisschen wundert, dazu habe ich aber noch nichts gesagt, und zwar, das Modell soll 132 Teile haben, ist aus dem Jahre 2014, wurde 12/2016 EOL gestellt, das heißt also rausgenommen, und ist angesetzt von 6 bis 12 Jahre. Und ja, ich sag mal, es war, ja, ich weiß nicht, ob es im Januar 2014 rauskam, aber fast 2 Jahre im Handel. Was, glaube ich, für so einen Teil von Seiten Lego sogar schon relativ lange ist. Habe schon Sets gehabt, die kamen im Monat April raus und im Dezember waren sie da weg. Was mir hier auffällt, ich baue hier wahrhaftig mal mehr als ein Teil pro Bauschritt. Ich meine, zufrieden damit. So, das war jetzt Bauschritt Nummer Fokus. Ah, Fokus. Bauschritt Nummer 10. Bis jetzt keine sonderliche Farbseuche, aber ich glaube, die sehe ich auch hier drin nicht. Was natürlich schön ist. Beim Gebrauchten kann natürlich immer mal sein, dass nicht alle Teile mehr da sind. Was natürlich schade ist, aber die Leute verkaufen sie mit allen Teilen und für alle Modelle. Deswegen hoffe ich, dass ich auch Glück habe. Und ich werde sie danach auch reinigen und auch wieder ordentlich verpacken und dann auch weitergeben. Weil, wie gesagt, ich denke mir so, ich habe sie gebaut, ich hatte mal Spaß, ich habe sie euch gezeigt. Also heute. So, das ist Bauschritt 14. Hier unten ist der Haken drin. Was mir bei dem Set halt auffällt, ist, dass relativ viele Einerteile Bauschritt 16 und 17
eigentlich komplett identisch, nur halt ein Stückchen weiter drüben. Bauschutt, mal Fokus, Bauschutt 18. Korpus von dem Heli recht stabil und kompakt. Sind viele Käse-Ecken in Dark Transfer drin. Und die Jungs von Let's Brick hatten sich letztes Mal darüber geäußert oder beschwert, dass halt in diesen Käse-Ecken von Lego her, ja, die Lego-Zeichen und Nummern drin sind. Und das war 2014 auch schon so. Ja, das sieht man relativ schlecht. Ist natürlich doof, gerade wenn die so die Kanzel darstellen soll und so. Das heißt natürlich schön, wenn die eher klar gewesen wären. Aber Lego möchte überall ihren Brand drauf haben. Das ist jetzt auch schon 21 gewesen, vorne die Kanzel. Und Fokus, jetzt kommt er. Jetzt sieht man noch die Nummer ganz schön da vorne was halt nicht so schön ist. So, und jetzt habe ich zum Beispiel schon das Problem, dass hier scheinbar ein Teil fehlt. Und zwar eine 1x4er Fliese in Gelb. Und da ich Geld bestimmt habe, aber da ich jetzt mal suchen muss. Und ich das Video jetzt nicht schneiden werde.
werde ich das jetzt provisorisch, wenn ich das passende Teil aus meinem Fundus geholt habe, hier eine fremde Fliese draufsetzen, damit ich weiterbauen kann. Und ich habe extra eine andere Farbe gewählt, damit man halt sieht, was daran jetzt falsch war. Das ist ein recycelter Hubschrauber. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ne? Oh, wie war das? Aber wie gesagt, das kann immer mal vorkommen. Und dafür gibt es ja auch Ersatzteile. Ne? Gerade die Auspuffrohre. Das ist, war jetzt Bauschritt 29. Ja, wie gesagt, die Fliese. Ja, Plate. Aber ansonsten. Ne? So, Bauschritt 32 ist abgeschlossen. Jetzt bin ich oben quasi soweit fertig. Ja. Der Propeller kommt später. Soll ich das Ganze nicht umdrehen? Und jetzt habe ich hier drei solche Füße. Und dann habe ich hier drei solche Dinger. Das sollen dann die Rollen darstellen. Gleichzeitig werden, ne, werden sie gar nicht. Ich habe gedacht, da werden unten drunter so zwei verbunden, aber soll gar nicht.
Mal den Motor. Den soll man eigentlich auch den Hubschrauber bauen. Aber da bin ich nicht ganz so der Freund von. So. Ja. Jetzt mache ich noch die Last. Das war den aufklappbaren Container. Das ist jetzt der Bauschritt. Das ist jetzt die Last, die ich dann auch da machen kann. Ah, es kommt. Und jetzt kann ich den Haken hier unten ausklappen. Ups. Die Last dort einhängen. Und fertig ist das Ganze. Ja. So, und jetzt nehme ich den Verkäufer zum Beispiel in Schutz. Haken wieder einklappen, das kann ich hinstellen. Er hat wohl auch festgestellt, dass die Dreier fehlt, die einmal Vierer fehlt. Er mit der Fahne weiß reingetan. Gut, weiß würde jetzt wahrscheinlich auch besser passen als Sand Green. Aber die wusste ich ja vorher nicht. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Vielleicht finde ich auch noch eine gelbe. Dann tausche ich die aus. Das ist das gute Stück, Mann. Ich jetzt den schon mit Überstand. Also wenn ich jetzt von dem Propeller aus bis hinterste Ecke gehe, sind wir bei 18. Wenn ich den Propeller einklappe und den so mache, bin ich so bei 15,5. Spannweite ist 14. Höhe ohne Last ist 6. Ja, die Last kann man ja halt ja, jetzt einmachen, aber kann ich ja so jetzt nicht hinstellen. Ja, und dann komme ich. Also, moin, aber. Das war's soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Kommentar antworte ich sehr gerne drauf. Und hatte jetzt ersten Hate-Beitrag, würde ich gar nicht sagen. Eine Beleidigung. Die wurde von YouTube entfernt und dann ist gut. Alles klar. Ich danke euch soweit. Die anderen beiden Modelle baue ich auch noch. Bis dahin stelle ich euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund.
Ich bin der Markus und wünsche euch Glück auf. Ende.